Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net. Bei mir geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und in diesem Video zeige ich, wie ein Aktiencrash, ein echter Aktiencrash, in einem Depot wüten kann. Und zwar nicht in irgendeinem Depot, sondern in meinem eigenen. Das heißt, wie die Finanzkrise mein Depot ja, regelrecht auseinandergenommen hat. Damals vor ungefähr 10 Jahren. Aber ich zeige auch, wie ich durchgehalten bzw. was mich gerettet hat und wie mein Depot dann ungefähr 10 Jahre später ausgesehen hat, mit annähernd den gleichen Aktien, die es 2009 zerlegt hat. Und wir sind ja heute schon in einer Phase, wo die Kurse anfangen zu bröckeln und wo die Stimmung umgeschlagen ist. Wir sind aber noch beileibe nicht in einer Crashphase und es ist fraglich, ob der Crash jetzt erstmal überhaupt kommt. Ich möchte das Ganze mal hier mit Hilfe von TradingView zeigen, wenn wir uns mal, wir sind hier im DAX, wenn wir uns hier mal das aktuelle Jahr anschauen, da sehen wir ja, dass der DAX schon ganz schön abgegeben hat. Und das hat natürlich dann auch Spuren in dem einen oder anderen Depot hinterlassen. Und zwar hat der DAX momentan zum Hoch gut 20% abgegeben, 22%. Je nach Definition heißt es, sind wir jetzt schon in der Korrektur. Ich möchte mich aber gar nicht hier irgendwie groß mit der Definition beschäftigen, sondern hier einfach tatsächlich die Realität zeigen. Wir haben beim S&P, wenn wir uns den mal angucken, den S&P 500, der schlägt sich noch besser. Der hat sein Hoch auch später erreicht, nicht im Januar wie der DAX, sondern im Spätjahr hier im Oktober und hat dann, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr 10% mal abgegeben, 12% hier irgendwas. Momentan müsste man dann hier sein bei ungefähr 10%. Auch das kann natürlich, wenn man US-Aktien hat, die meisten von uns haben US-Aktien, ja, da kann das natürlich schon ein bisschen wehtun. Und man hört es ja auch oder liest es in den sozialen Medien. Und wir werden ja schön begleitet vom medialen Trommelfeuer, was je weiter die Kurse fallen, nicht abklingt, sondern immer stärker wird. Der Kurs oder der Spruch, wenn die Kanonen donnern, der trifft es ja auch ganz gut. Ja, wir haben hier also jetzt ungefähr minus 10% und wie sieht es aus, wenn wir einen echten Crash haben? Da würde ich einfach mal sagen, gehen wir hier in den Wochenchart und gucken uns mal echte Crashs an, unter anderem die Crashs, die ich habe hautnah noch erleben dürfen. So, und da wird es dann auch ungefähr in den richtigen Dimensionen hier schon ersichtlich. Ich habe angefangen, in Aktien wirklich zu investieren hier. Da war ich Student bei der DAB Bank, Online-Broker. Und wir hatten damals Filialen und ich war in einer solchen Filiale beschäftigt, also Kundenverkehr. Ich habe angefangen, im Oktober 2000 da zu arbeiten und ich habe dann hier die Gesichter gesehen von den Leuten, die quasi erfolgsverwöhnt gewesen sind, noch aus dieser Phase hier. Und in dieser Phase bin ich gekommen und ich habe die Gesichter oder die Leute begleiten dürfen hier diese ganze Phase runter. Ich habe gearbeitet bis ungefähr Anfang 2003 und dann auch mein Studium vorbei hier am Tiefpunkt. Also nochmal zur Erinnerung, S&P 500 hat momentan ungefähr 10% abgegeben vom Hoch. Wie hat es denn während der Finanzkrise ausgesehen? Da hatten wir 50% abgegeben. Und das gleiche jetzt nochmal hier. Also Dotcom-Bubble, Entschuldigung, nicht Finanzkrise. Die Finanzkrise ist diese Geschichte hier. Und die hat den S&P 500 noch viel schlimmer erwischt. Nicht jeder Crash ist gleich schwer und nicht jeder Crash trifft jeden Index gleich hart. Jedenfalls haben wir hier während der Finanzkrise noch mehr abgegeben. Hier 50% bis ungefähr 57% vom Hoch verloren. Innerhalb einer recht kurzen Zeit. Wenn ich jetzt hier mal schätzen sollte, würde ich sagen ungefähr 1,5 Jahre. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den TecDAX angucken, beziehungsweise damals war es noch der neue Markt, den hat es noch viel, viel schwerer zerlegt. Und wenn wir nochmal zurückgehen auf den DAX, hier, und uns das gleiche hier für den DAX anschauen, dann werden wir sehen, dass die Dotcom-Bubble den DAX nochmal ungleich schwerer getroffen hat als den S&P 500. Der DAX hat hier um sage und schreibe 72% gut verloren und etwas weniger dann verloren während der Finanzkrise.
Also, ich habe angefangen, richtig zu investieren, kurz vor der Finanzkrise. Und zwar war die Motivation unter anderem folgende, dass die Steuerfreiheit, also die Steuerfreiheit für Aktiengewinne ausgelaufen ist. Die Abgeltungssteuer wurde 2009 eingeführt, Anfang 2009. Und vorher ist es so gewesen, wer Aktien gehalten hat, über ein Jahr lang, der konnte dann die Aktien mit Gewinn steuerfrei verkaufen. Das heißt, die Kursgewinne mussten nicht versteuert werden. Und ich hatte hier dann schon Kapital und ich hatte das im sechsstelligen Bereich, also über 100.000 Euro. Und ich habe dann angefangen, 2008 zu investieren, so im Sommer, Spätsommer 2008 und habe dann immer mehr investiert. Und in den Herbst rein, und man sieht dann hier, wie die Kurse natürlich weiter gefallen sind, immer weiter. Und ich hatte dann auch irgendwann kein Geld mehr, um noch tiefer zu kaufen. Also hier war ich dann schon so ziemlich out of cash. Die Kurse sind aber immer weiter gefallen und mein Depot ist dabei immer stärker in die Miesen gekommen. Es hat keinen Spaß gemacht, da reinzuschauen. Und Aktien, die ich erst vor kurzem gekauft hatte, die sind da wirklich unter die Räder gekommen. Und ich hatte also innerhalb kürzester Zeit viel Geld verloren. Und ich werde jetzt einen Depotauszug zeigen von meinem Depot von damals. Und zwar vom Mai, Ende Mai, nein, oder Ende März, glaube ich. Wir werden sehen. Ende März, glaube ich. Ende März. Und da ist der Markt aber schon wieder gestiegen. Ich habe leider keinen Kontoauszug von ganz unten. Ich habe aber eben den Kontoauszug von Ende März und da ist der Markt, also der DAX in diesem Fall, schon um rund 20% wieder gestiegen. Das heißt, alles, was ich Ihnen jetzt zeige, ist nicht das Tief, sondern das ist zu einer Phase, wo wir schon wieder eine Erholung oder wo wir schon in der Erholung waren, je nach Index 20 ungefähr bis 25%. Und dann zeige ich das Ganze jetzt mal. Und hier ist der Depotauszug, ja, war Ende März 2009. Ich mache es mal größer. Ich möchte noch dazu sagen, es geht hier nicht darum, jetzt die einzelnen Aktien zu besprechen. Es ist schon eine Weile her, wie man hier sehen kann. Ich habe damals schon eine ähnliche Strategie verfolgt wie heute. Das heißt, ich wollte langfristig investieren und ich wollte eben auch von steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Ich habe mich damals orientiert am Stuttgarter Aktienbrief oder Stuttgarter Börsenbrief. Das kam meiner Philosophie schon recht nahe. Am Ende aller Tage war ich dann nicht ganz glücklich über das Ergebnis und habe dann intensiver angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und letztendlich ist ja auch dann der Aktienfinder daraus entstanden. Aber wie gesagt, es geht hier nicht um die einzelnen Aktien, sondern es geht ja darum, wie ein Crash im Depot wüten kann. Und das wird er auch mit guten Qualitätsaktien, die werden da auch nicht ausgespart werden, die werden da auch massiv unter die Räder kommen. Es geht also darum, wie ein Crash im Depot wütet, wie das aussieht, zum einen und zum anderen, wie man da durchstehen kann und dass es sich lohnt, durchzustehen und was einem dabei hilft. Jetzt aber gucken wir uns mal das Depot an. War damals noch die DAB Bank, die gibt es heute schon gar nicht mehr, die wurde gekauft von der. Die wurde integriert in die Consorsbank. Wir haben hier also den Gewinn und den Verlust und wir haben hier fast immer, das wird man dann auch gleich sehen, hier ein Minuszeichen davor. Also hier, das geht ja halt, das geht ja noch bei der Commerzbank. Hier Versicherungswert schon über 50% verloren. Altria ist ja jetzt nicht gerade bekannt als hochvolatiler Wert, obwohl die Tabakaktien jetzt auch in die Räder gekommen sind, etwas in der letzten Zeit wieder. Hier, wenn wir da auch mal sagen, 40% verloren. BASF macht ja momentan auch eher durch Krise und Kursverluste von sich reden. Ich habe sie gekauft für weniger als 26 Euro und ich war damit dick im Minus. Hier, vielleicht würde ich sagen, wie viel Prozent? Na, so dick nicht, aber 15% knapp werden es schon sein. Die Aktie habe ich schon ewig lang gehabt, deshalb ist die im Plus. Danach, Qualitätsaktie war im Minus. E.ON hatte ich damals gehabt, das war noch vor Fukushima. Auch dick im Minus. Esprit, ja, sind zum Penny Stock mutiert, dann so auch dick im Minus. General Electric, damals Qualitätsaktie noch, 50% im Minus.
Also, naja, damals noch Dividendenaristokrat, ich sag's mal so. Hennes und Mauritz, heute auch natürlich nicht so besonders toll, hat sich daran auch noch recht gut gehalten. Dann geht's weiter. Kraftfoods gibt es heute schon gar nicht mehr. Heißt heute Kraft Heinz. War auch noch vom Spin-off von Mondelez. Noch etwas im Plus. Aber hier zum Beispiel Nokia, ja. Dick im Minus. Philip Morris im Minus. Total im Minus. Hier überall im Minus. Gehen wir nochmal weiter. Dann hatte ich noch ein ETF gekauft gehabt auf den DAX. Ein ETF auf den DAX, ja. Auf den quasi. Ein der schlechtesten Indizes überhaupt. Ja, so war ich damals halt auch dick im Minus. Und letztendlich minus 32.590 Euro von 117.000 Euro. Und nochmal zur Erinnerung, da standen wir wieder deutlich höher Ende März, als wir noch ein paar Wochen vorher gestanden hatten. Also Pi mal Daumen 20 bis 25% sind die Indizes nach oben geschnellt. Das heißt, ich war hier bestimmt mit 40.000 Euro in den Miesen gewesen und hatte vielleicht noch hier 110.000 Euro. Das heißt, sage ich jetzt mal Pi mal Daumen, vor kurzem viele Aktien gekauft für vielleicht 150.000 Euro und die waren dann nach kurzem nur noch 110.000 Euro wert und das Ganze nicht als Trader, sondern als langfristiger Investor. Und zusätzlich noch begleitet vom medialen Trommelfeuer. Das heißt, man hat morgens das Radio angemacht, es kam Finanzkrise. Ist dann mit dem Auto zur Arbeit gefahren, Radio, kam Finanzkrise, kam zu den Kollegen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, habe ich damals gearbeitet. Das Thema war die Finanzkrise. Wir haben auch die ganzen Portfolien mit Asset-Backed Securities und so bei KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft analysiert. Ich damals auch, war also auch Finanzkrise, ein bisschen nach Hause gefahren, Radio angemacht, Finanzkrise. Wenn du im Internet warst, Finanzkrise, wenn man Tagesschau geguckt hat, Finanzkrise und große Depression hat quasi gelauert und es war alles ganz, ganz schlimm. Und da kann man sich jetzt mal selbst fragen, wenn man jetzt so viel Geld verloren hätte, oder fragen Sie jetzt einfach mal selbst, wenn Sie Tag ein, Tag aus beschallt werden von der Krise, wie schlimm das alles ist und dass es noch alles viel schlimmer wird, weil die schnelle Erholung hat keiner gesehen zu dieser Zeit. Und sie sitzen auf, oder sie haben ein Depot und sitzen auf so massiven Buchverlusten. Da können sie sich jetzt selber fragen, ob sie das durchhalten oder ob sie irgendwann aufgegeben hätten und die Aktien verkauft hätten, um das zu retten, was noch zu retten ist. In diesem Fall hier immerhin noch über 100.000 Euro. Bei mir ist es so gewesen, ich habe durchgehalten. Und warum habe ich durchgehalten? Weil ich an die Aktie als Anlageform geglaubt habe. Ich habe an die Aktie allgemein geglaubt als Anlageform und ich habe zu Recht oder zu Unrecht an die einzelnen Aktien, die ich hatte, geglaubt. Ich habe damals geglaubt, ich investiere nur in solide Titel, die weiterhin wachsen werden, langfristig, die ich langfristig behalten kann. Ich habe ja auch das Geld nicht gebraucht und irgendwann bin ich da wieder draußen aus dem ganzen Schlamassel. So konnte ich dann das Ganze durchstehen. Und ich weiß sogar noch, ich habe mir damals so noch so eine psychologische Krücke gebaut. Ich habe mir einen imaginären DAX-Stand ausgerechnet. Ich glaube, das waren 5000 Punkte oder so, ohne die Hand ins Feuer zu legen. Und habe dann gesagt, wenn der DAX irgendwann wieder diese Punktzahl erreicht, dann bin ich Pi mal Daumen beim Break-Even in meinem Depot, dann sind die Verluste weg. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das dann tatsächlich so kam, dass mit 5000 Euro dann nicht im Break-Even war. Das war aber einfach psychologisch. Und ich denke wohl, dass damals auch dieser Börsenbrief mir vielleicht noch geholfen hat, dieser Stuttgarter Aktienbrief da dabei zu bleiben, weil der bekannte Spruch von Herrn Brandmeier, jeder Tag ist Kauftag. Ja, ich habe also durchgehalten. Ich habe die Aktie nicht zu Tiefskursen verramscht. Und was ist dann passiert? Das zeige ich jetzt. Ich habe einfach. Ja, das sind Pi mal Daumen die gleichen Aktien, die hier zu sehen sind. Und ich werde das jetzt mal schön nebeneinander stellen, damit man das Ganze sehen kann. Gehen wir nochmal hier zurück auf die erste Seite. Das ist hier, also rechts ist 2009 und hier ist 2016, also ungefähr hier 7 Jahre später. Und
Gehen wir auf die erste Seite, das ist hier. Ich habe mir die Mühe gemacht, den Kontoauszug ein bisschen zusammenzuschnipseln, weil ich nicht mehr alle Aktien hatte. Und wir sehen jetzt hier, Commonwealth Bank of Australia, die waren damals 4.500 wert und sind dann kurze Zeit, na kurze Zeit, 7 Jahre später, 16.000 Euro wert gewesen. Hier sind auch die Stücke hochgegangen. Warum? Weil ich Stockdividende genommen habe. Das heißt, ich habe mir die Dividende in Aktien auszahlen lassen und das sieht man auch, dass es ganz schön was ausmachen kann. Dass aus 250 Aktien sind so 317 Aktien geworden. Und was ist mit den anderen Aktien passiert? Die haben einige, also man sieht es ja hier, Altria aus 6.000 Euro wurden immer noch 94 Stück, knapp 28.000 Euro. BASF, die 200 Stück, die ich übrigens heute noch habe, aus 4.500 Euro wurden 15.000 Euro. Danach aus 4.000 Euro wurden 17.500 Euro. Dann habe ich die irgendwann verkauft, weil ich glaube, Fortive heißt das, die haben einen Spin-off und aus steuerlichen Gründen habe ich die verkauft. E.ON habe ich irgendwann verkauft mit einem kleinen Verlust. Esprit mit einem größeren Verlust. General Electric muss man sich mal geben. Die haben in der mittlerweile zweimal die Dividende gekürzt und die mal Sturz ins Bodenlose. 7.000 Euro damals. 25.000 Euro, dann 7 Jahre später. Mittlerweile habe ich sie verkauft, schon länger. Hennes und Mauritz, knapp 10.000 Euro, 17.500 Euro. Und so geht's einfach weiter. Ja. Gucken wir uns das hier noch kurz an. Kraft Heinz, 1.400, 2.100. Und das gehen wir jetzt nicht alles durch. Sie können sich die Aktien ja dann selbst anschauen. Hier am Ende noch. Sogar der schlecht performende DAX, unser notorischer Underperformer, war für irgendwann verkauft für 37.000 und damals war er weniger als 14.000 Euro wert. Und das Depot aus 32.000 Verlust, beziehungsweise es waren bestimmt 40.000 Verlust, als die Finanzkrise am Tiefpunkt war, oder am Höhepunkt, so muss man das ja sagen. Sie war am Höhepunkt, mein Depot war am Tiefpunkt. 40.000 Verlust ungefähr, hier noch 32.000. Was sind dann eben die 7 Jahre später draus geworden? 111.000 und 111 und 10, da fehlt noch der eine Cent für die Schnapszahl. Also 111.000 Euro Gewinn. Die gleichen Aktien. Und dann noch sind hier noch nicht mal die Dividenden drin, außer bei der Stockdividende. Für 7 Jahre gut, Dividende noch kassiert. Das heißt, also massiver Gewinn. Und dann muss man noch dazu sagen, dass die Aktien ja nicht unbedingt alles hier Volltreffer gewesen sind. Also hier Telefonica, E.ON, Nokia, Esprit, Aegon. Also da war im Nachhinein eine Menge Fehlentscheidungen im Prinzip dabei gewesen. Nochmal, es war ja auch ein Grund für meine Unzufriedenheit und warum ich angefangen habe, dann den Aktienfinder zu machen. Aber trotzdem einfach dabei geblieben und dann hier die Stärke einfach des Aktieninvestments von voll ausgenutzt. Natürlich, dann kam es dann auch der lange Bullenmarkt, der dann auch weitergegangen ist, 4 Jahre lang. Also 111.000 Euro, ich sag's nochmal im Plus und so hat es vorher ausgesehen. Nochmal, es sind die gleichen Aktien, einfach nur durchgehalten. Das war wirklich buy and hold. Und in der Zwischenzeit natürlich mal was verkauft, okay. Ja. Und heute, wie mache ich das da? Heute suche ich mir die Aktien im Aktienfinder aus. Im Prinzip habe ich immer noch die gleiche Strategie, langfristig investiert zu bleiben. Und wenn ich heute eben gucken möchte, ob meine Aktien gute Aktien sind, da gehe ich einfach in den Aktienfinder rein und suche mir hier mein Depot aus. Das ist jetzt nur der öffentliche Teil hier, das Cashflow-Depot. Und wende das Ganze natürlich noch an, also filter danach und dann nochmal sortieren vielleicht. Und dann sehe ich hier, dass das meine Aktien sind, die ich nach dem langfristigen Gewinnwachstum und nach meinem eigenen Ranking eben ausgesucht habe. Und ich sehe hier einfach, dass wenigstens die meisten Aktien relativ gut in meine Anlagestrategie passen, dass die fundamentalen Kriterien erfüllt sind. Und
Hier sehen wir noch die alten Bekannten, BASF, Unilever und Emerson Electric, so eine Restposition. Aber im Prinzip, auch wenn die einzelnen Aktien federn lassen, wie ab und zu jetzt auch Fresenius vor kurzem, im Prinzip weiß ich, diese Aktien entsprechen meiner Anlagestrategie. Es sind Aktien, die langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil sie langfristiges Gewinnwachstum aufweisen. Wenn mal ein Rockrepierer dabei ist, das lässt sich kaum vermeiden über lange Zeit, dann gleicht der Rest aus. Und wenn jetzt die Börse eben meint, sie muss nach unten gehen um x Prozent, dann ist es halt so, ich weiß, ich kann das Ganze aussetzen. Und das ist für mich einfach das Entscheidende. Ich habe es schon mal geschafft und ich werde es im nächsten Mal wieder schaffen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn Sie das ähnlich machen, dann schaffen Sie das auch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.